Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 3 Remake. Wir sind in der Kanalisation angelangt, weil der Stalker hat uns ein bisschen verfolgt gehabt und das war ein bisschen mysteriös, als wir hier runtergeflüchtet sind. Der hat uns einfach passieren lassen. Da liegt eine weitere Tasche. Das ist super. So, wir brauchen unbedingt Heilung. Ein rotes Kraut haben wir schon gefunden, das hatte ich aber abgelegt. So. Wir haben uns noch zusätzlich ausgestattet mit der Schrotflinte. So, was brauchen wir hier denn? Einen fetten Schlüssel. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlagen wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku. Okay. Der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Okay, dann ist das ausgetauscht worden als wahrscheinlich Leon und Claire. Hier unten waren. So. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ja, definitiv. So, wo muss ich jetzt mal lang? Jetzt gucken wir doch erst einmal. So, da ist ein Labor. Da sind wir hergekommen. Da ist auch noch irgendwas. Ah, hier. Eine Handgranate. Auf der 1. Warte mal, das stört mich eigentlich schon die ganze Zeit. So. Immer falsch. Dieser Schnellzugriff. Ich hätte gerne die auf der 2. Und die Granate bitte auf der 3. So, jetzt macht es nämlich Sinn. Zack, Pistole, zack, jawohl. So fühlt man sich doch gleich viel wohler. So, jetzt haben wir das auch eingesammelt. So, nochmal zurück zur Karte. Hier ist ein Büro. Da ist ein Labor. Wir gehen zuerst zum Büro, hätte ich gesagt. Also hier lang. Sag mal. Zum Teufel war das? Wie viel Schuss braucht das Viech? Das war doch jetzt 6 Schuss mit der Schrotflinte. Alter Geleck. Das sind, glaube ich, diese Gamma Hunter, ne? Oh. Komm, du Papa. Jawohl, Dinge. Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Kauf eines Granatenwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optionale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Schade, das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie besprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosivgranaten, Sprengstoff A mal 2, Brandgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B, Säuregranaten, Sprengstoff B 2 mal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden, es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Kammern nicht helfen. Okay. Da haben wir B. Da ist noch eine Notiz. Tagebuch des
Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18. Blablabla, okay. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgeholt. Bewegen. Was Bewegungen träge. Kampfpotenzial gering. 18. April. Wassertemperatur 20 Grad. pH 6,8. Ist gleich geblieben. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen liefert positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. 30. Juni. Die Wassertemperatur 22 Grad, pH 6,2. Die haben die Temperatur mal raufgesetzt. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carles ist, oder Kinsley, ist mir wurscht, wie der heißt, ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad, pH 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in der Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führen zu einem Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, die Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September. Hey, mein Geburtstag. Wassertemperatur 23 Grad, pH 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21 Grad, pH 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unserem Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Okay, ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Die europäische Umbrella-Station ist in Frankreich, gell? Ja, die war in Frankreich. So, jetzt brauche ich aber noch einmal. Ich bräuchte noch eins, dann könnte ich nochmal ein bisschen Munition machen. Jetzt ist der auf der 4, den hätte ich gerne. Auf der 3 jetzt. Darüber. Und die geht jetzt auf die 4. Sieht schon mächtig aus, das Teil, aber wir speichern wieder, oder? Ja, wir speichern. Ich speichere einfach, ist ja wurscht. Sicher ist sicher. Ich mag die Musik. Die war damals richtig gut im Original. Das ist, glaube ich, auch die Musik aus dem Original gewesen. So, jetzt gammeln wir mal hier so rum, so krebsartig. Da kann keiner rauskommen. Ah, okay, da reicht eine. Umso besser. Umso besser. So. Ein Kraut und nochmal Munition. Perfekt. Noch eine Notiz. Notiz eines Kanalarbeiters. Wir haben dann viel Text, gell? Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie die Kanäle. Die
haben sie Kane erwischt? Ja, ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, so rum, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Ich kann auch nicht den Schreibtischtäter in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, hau ich ihm direkt ein in die dicke, hässliche Fresse. Ja. Olesch. Manchmal ist es besser, wenn man es selber macht, gell? So, reicht bei dir auch einer oder muss ich nochmal nachsetzen? Da hat jetzt auch einer gereicht. Ah, da muss noch irgendwo was. Ah, da. Perfekt. So, hoch da. Wunderbar. Aber wie viel Platz habe ich nicht, gell? So, da wäre der Akku. Da ist nochmal Schießpulver. Da ist auch nochmal ein Kraut. Und ein Brief. Wir machen erstmal hier auf. Mal gucken, was kriegen wir da. Pass auf, ich kombiniere erstmal die beiden und kann das gleich mal nachladen. Den verwende ich jetzt, damit ich ein bisschen geradeaus laufe. So, das Schießpulver. Das kombinieren wir gleich mit der. 34 Schuss ist schon mal sehr, sehr geil. Wie viel Platz habe ich jetzt noch? 4 Plätze. So, auf der anderen Seite noch schnell prüfen, was haben wir da? Da ist der Akku. 5 Granatenhammer, das ist sehr geil. So, Akkugeräthammer. Es wird schon wieder gespeichert. Die Pflanze geht mit. Und der Text, was haben wir hier? Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid zwar für untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass euer zarten Mund Werkzeugen beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter die evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter Gammas, wahrhaft überlegen seid. Tschu. Ja, wenn die Arbeit zur Liebe wird, so ein Blödsinn. So, haben wir hier noch irgendwo was? Nee, gell? So, jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt haben wir das Akku-Teil.
Müssen wir nur gucken, wie wir jetzt hier rauskommen, oder? Komm. Ich wollte es gerade sagen. Kommt da nicht gleich einer rausgescheißert? Wir warten immer ab. Ja? Ich kann mich dunkel erinnern, dass auf Veteran eine Brand- und zwei Schrotflinten gereicht hätten. Okay. Haben wir den auch? So. Was für ein Sicherheitssystem. Ganz geschmeidig, ganz gemütlich. So. Jetzt können wir uns den Akku wiederholen. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Ach, pass auf. Nutzen wir es immer wenigstens da wieder auf 100%. Hier ist Öl. Lass mal die Karte sehen. Die Wache. Da gehen wir jetzt als erstes rein. Ah, das ist hier mit der Tasche. Sehr schön. Perfekt. Und wir haben noch ein paar Süßigkeiten. Da liegt nochmal Schießpulver. Und noch Sprengstoff A. Ay, super. Haben wir dies auch schon, ne? Ein fetter Akku. Wer nimmt denn sowas mit? Ich will gar nicht wissen, was der wiegt. Zwei Schuss habe ich von denen noch. Kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Alter Finn. Was ein Kerl, oder? Flammenwerfer-Action. Es gibt's doch nicht. Chill, du bist eine hochspezialisierte Polizistin und kriegst es nicht auf die Kette, mal vorbeizulaufen. Wie dämlich bist du eigentlich? Ja, Stars. Ja, aber hier die Dicke jetzt machen, ne? Oh, das regt mich auf, ne? Das regt mich jetzt. So, da krieg ich halt zu viel bei so einem Quatsch.
So, da machen wir jetzt Säure draus, ne? Oder war Säure normal oder... Ach, wir sehen es gleich. Normal, explosiv. Zack. Kann ich das gleich mit reinmachen, damit es gemischt ist? Ne, mit E kann ich aber wechseln. Jetzt ist die wieder verletzt. So. Läuft. Juti. Alles klar. Der Dick ist wieder da. Diesmal mit Flammenwerfer. Wunderbar. Hier mache ich erstmal Part Ende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Resident Evil 3 Remake. Ciao, macht's gut.